Hallo Marsch mit Wendling, sisu-training.de, heute die 311 von 365 mit einem Thema zur Disziplin Radfahren. Gestern war die Ronde von Flandern, die Flandern-Rundfahrt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht gesehen habt auf Eurosport. Wieder mal ein sensationelles Rennen. Laktatfestspiele par excellence. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ein paar Stunden zu gucken auf Eurosport. Ja, war ja nur eine Stunde, aber trotzdem. Und zwar habe ich das wieder mit sehr viel Freude gemacht. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen zu den unterschiedlichen Trettechniken. Und ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu charakterisieren und habe auch nochmal ein altes Video von Lance Armstrong mir angeguckt, von der Tour 2001, 2002, mir seine Trettechnik angeschaut und habe es versucht, mal so ein bisschen zu katalogisieren oder kategorisieren. Und fangen jetzt einfach mal an. Okay, erste Gruppierung, ich habe es mal den römischen oder romanischen Style genannt oder romanischen Tritt genannt. Und zwar beobachtet bei den Franzosen, Italienern und auch bei den Spaniern. Die haben relativ große Sattelhöhe, da ist das Bein fast immer gestreckt. Fahren eigentlich mit einer relativ hohen Trittfrequenz. Die Franzosen sagen ja immer Souplesse. Also sie fahren mit einer relativ hohen Trittfrequenz. Und die Ferse ist beim Tritt eigentlich niemals tiefer als die Pedalachse. Die zweite Gruppierung, so die belgische Fraktion, das sind alles kernige Buben, etwas mehr Masse auf den Rippen. Und die fahren mit einem etwas tieferen Sattel, das Bein ist immer leicht gebeugt im Knie. Und die Ferse, die kippt doch stärker unter die Pedalachse ab. Und die Herrschaften sitzen auch etwas tiefer. Wer vielleicht noch André Tschmiel kennt oder den Johan Museeuw, das sind so Beispiele dafür, was die für brachiale Gewalt auf das Pedal gebracht haben, mit einer relativ niedrigen Sitzposition. Und dann als dritte Gruppierung nehme ich der Lance, ich habe es mal Lance-Tritt genannt. Jetzt gibt es wieder die Kritiker, die sagen, ja, man soll den Namen Lance Armstrong nicht mehr benutzen. Es ist trotzdem ein geiler Rennfahrer gewesen, keine Frage, egal was er gemacht hat, es war trotzdem ein guter. Und wenn man sich so seine Trettechnik anschaut, die Idee war eigentlich, dass er mit einer extrem hohen Trittfrequenz gefahren ist, um pro Tritt, den er auf das Pedal gebracht hat, weniger Kraft aufwenden zu müssen und die Ermüdung pro Tritt, also die muskuläre Ermüdung, gering zu halten, was natürlich dann zu Lasten des kardiovaskulären Systems geführt hat. Und wie er dann letztendlich dann trotzdem atmen konnte mit einer 100er Trittfrequenz am Berg, das brauche ich euch nicht zu sagen, das ist hinreichend bekannt. Also er wurde kräftig nachgeholfen, ohne das wären die Trittfrequenzen vom Herz-Kreislauf-System gar nicht möglich gewesen. Aber jetzt zurück zum Tritt vom Lance, und zwar Sattel relativ hoch, Trittfrequenz auch hoch, und der spielt mit der großen Beweglichkeit im Sprunggelenk, also der Fuß macht wirklich eine große Bewegung, und das ist so ein typischer Lance-Style gewesen. Die Belgier, wie gesagt, immer die Ferse relativ tief und richtig kräftig nach vorne schieben, und die Franzosen oder die Römer, will ich mal sagen, mit einem relativ geraden Fußaufsatz. Und das, was der Lance gemacht hat, das ist für uns Triathleten nicht unbedingt so das, was wir brauchen. Denn wenn man mit einer großen Range of Motion, wie es so schön heißt, im Sprunggelenk arbeitet und entsprechend dann auch die Wade sehr stark zum Einsatz bringt, dann wird man doch beim Laufen hinten drauf einige Probleme bekommen. Wenn man sich die Videos anguckt von den paar Triathlons, die der Lance gemacht hat, da hat er den Tritt auch umgestellt, und da ist der Fuß viel paralleler zum Boden, also da hat er viel weniger die Wadenmuskulatur zur Antriebsquelle oder zur Beschleunigungsquelle genutzt, und der Fuß war entsprechend viel gerader. Und er hat seinen Tritt da auf die Triathlon-Belange entsprechend auch umgestellt. Immer wieder interessant zu sehen, wenn ihr da so einen Blick dafür habt und euch auch Zeitlupenstudien anschaut von den einzelnen Fahrern. Es ist wirklich auffällig, dass es da nationale oder regionale Unterschiede gibt. Und geiles Rennen gestern. Ich freue mich auf Roubaix. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, hinzufahren nächstes Wochenende, weil es einfach neben der Flandern-Rundfahrt und dem Ironman Hawaii vielleicht so die drei epischsten Rennen im Bereich Sport überhaupt gibt. Morgen geht's weiter mit der 312. Ciao.